Ja, grüßt euch Leute, der Boogie wieder hier mit einem neuen Review. Heute habe ich euch aus Tunesien mitgebracht den Watermelon with Mint. Ja? Wassermelone und Minze. Ja, hier haben wir auch die Produktion Oktober 2012. Und ja, zeige euch direkt die Feuchtigkeit in der Schnitt. Ne? Sehr feuchter Tabak. Schnitt ist auch sehr, sehr fein. Muss ich sagen, also der tunesische Schnitt ist sehr, sehr fein. Ja, Wassermelone und Minze. Ich habe ihn wie mit den anderen Sorten von AF, wie den Traube, sehr oft verglichen mit anderen Sorten. Ja, aber ich habe noch nie ein Review drüber gemacht und deswegen gibt es jetzt ein Review davon. Wenn man riecht, riecht man diese typische Wassermelone-Note, die man kennt. Alwaha, Emperor, Nachla. Ja, ist einfach diese typische Note. Wobei er sehr fruchtig und sehr, sehr süß riecht, ja. Also er riecht sehr, sehr fruchtig, sehr, sehr sehr, sehr süß. Und man riecht eine leichte Minzennote mit bei. Setup seht ihr wie immer angeblendet. Ich rauche mit dem Agerhausschlauch auf der NPS, diesmal mit dem anderen Kopf. Das Sapphire Powerbowl, zwei lang dickere Alufolie, Atomlochung und drei Alduchankohlen. Ja, wie ihr seht, raucht das sehr gut zum Geschmack. Ja, geschmacklich würde ich sagen, schmeckt er so, wie er riecht. Er hat diese typische Wassermelonennote, ist sehr, sehr süß, ja. Aber die Minze ist nur ganz, ganz schwach. Ich würde schon fast sagen, die schmeckt man gar nicht raus. Man schmeckt, merkt es nur leicht, wenn man einatmet, spürt man halt, dass es so ein bisschen erfrischend, minzig ist. Aber beim Ausatmen kommt halt dieser intensive, süße Wassermelonengeschmack raus. Ich persönlich finde ihn sehr gut, ja. Ist ein super leckerer Wassermelonentabak, einer der besten, die es so gibt. Ich finde vergleichbar ist nur noch so wirklich der Alwaha, den ich teilweise ein bisschen besser finde, weil er nicht ganz so süß ist, ja. Aber da gingen die Schmecker ja auseinander. Könnt ihr gerne mal kommentieren, ob ihr diese Süße eher mögt oder nicht. Oder vergleichbare Wassermelon-Tabaksorten, die ich noch nicht reviewed habe. Vielleicht kaufe ich mir dann mal einen und review ihn. Ansonsten ist das ein leckerer Tabak, den kann man empfehlen. Wenn er dran kommt, ist es auf jeden Fall meiner Meinung nach einer der besten Wassermelon-Tabaksorten, die es gibt von Alfacher. Und ja, die Minze schmeckt jetzt hier nicht raus, deswegen geht es ein bisschen am Thema vorbei. Man sollte vielleicht selber Minze mit reinmischen. Das Mischungsverhältnis hat Alwaha teilweise sehr gut hinbekommen. Und ja, das war es dann auch schon wieder von mir. Bis zum nächsten Mal.